Ey, oder wie heißt das? Fragen und Antworten. Was war denn? Antworten. So, ja, also, Servus benannt. Wir sind heute wieder da. Wir haben ein paar Fragen von euch zugeschickt bekommen. Und die versuchen wir jetzt bestmöglichst kurz, knapp, aber aussagekräftig zu beantworten. Okay, ja. Chefin von Douglas. Achso, Ladies first. Okay. Ja, da fangen wir gleich mal mit einer Frage an. Warum diese blöde Kuh, also ich, nie einfach mit Ja oder Nein antworten kann. Das werde ich ganz oft gefragt. Mach es doch nicht immer so kompliziert, sag einfach Ja oder Nein. Und da komme ich zur ersten Frage. Die wurde eingesammelt und da ging es darum, wenn man einen Fettburner nimmt, also zum Beispiel Joachim Bien. Ich rede jetzt nicht über Joachim Bien, weil da sind wir mit der Rechtslage hier in Deutschland ein bisschen, naja. Aber wenn man so einen Fettburner nimmt, ob es dann Sinn macht, dazu noch BCAAs oder EAAs zu nehmen. Hintergrund der Frage, der Insulinspiegel sollte niedrig sein. Und jetzt kommt der Fehler in der Frage, weil in den BCAAs und so, da wären doch Süßstoffe drin und die würden doch den Insulinspiegel ansteigen lassen. So, jetzt kann ich das nämlich nicht beantworten mit Ja oder Nein, weil sich in der Frage so viele Unklarheiten und sogar Fehler verbergen. Also ich fange jetzt rückwärts an. Süßstoffe führen nicht zu einer Insulinausschüttung. Also könnte ich jetzt die Frage gleich canceln und könnte sagen, brauche ich nicht beantworten. Aber es steckt ja natürlich dann doch Wahrheit in der Frage, weil nämlich BCAAs und EAAs, die verursachen einen Insulinanstieg. Und zwar einen ganz schön gewaltigen. Das heißt also, wenn ich etwas machen möchte in der sogenannten Fettverbrennungsphase, wo es noch fraglich ist, ob man das machen muss oder nicht, aber wenn das wirklich mein Ziel ist, dann darf ich auch vorher keine BCAAs und keine EAAs nehmen. Das ist nämlich dann kontraproduktiv. Und generell zum Thema Fettburner. Also, eine kalorienreduzierte Diät und dann vielleicht ein bisschen Koffein dazu. Das hilft in einer Phase, wo man nichts gegessen hat, dass Fett leichter mobilisiert wird. Aber dann muss man sich bewegen. Und dann muss man wirklich ein Ausdauertraining machen in der Fettverbrennungsphase, damit diese Fettsäuren, die dann freigesetzt werden, auch wirklich verbraucht werden. Und da wäre Koffein ganz hilfreich. Und da wäre dann morgens nüchtern Cardio ganz sinnvoll. Oder nach einem Krafttraining, wo man schon die Glykogenspeicher verbraucht hat. Also, deswegen ist nicht so einfach, mit Ja oder Nein zu antworten. Weil ein Teil der Frage war richtig und ein Teil der Frage war falsch. So. Genau. Okay, ja, dann mal nur eine Frage bezüglich Kreatin und Melatonin. Also erstmal aufs Kreatin einzugehen, ob man das Ganze die Frage war, ob man das Ganze lebenslang konsumieren kann. Ja, kann man. Also da gibt es jetzt keinen Faktor, der da irgendwie dagegen spricht. Es macht sogar Kreatin zu supplementieren, macht sogar durchaus Sinn, sage ich mal, bei Frau und Mann, sage ich mal, die sie einfach konstant, effektiv, intensiv irgendwie körperlich betätigen. Und auch, sage ich mal, auch bei jemandem, der überwiegend oft Frauen erfahrungsgemäß, die grundsätzlich halt wenig Fleisch zum Beispiel essen. Ja. Also wenig Fleisch isst, da macht halt die ganze Kreatinsupplementierung halt am meisten Sinn. Und wo es halt also als Preis-Leistungs-Verhältnis am effektivsten, sinnvollsten und nachhaltigsten erwiesen hat, ist halt einfach als ganz normale Kreatin-Monohydrat. Genau. Genau. Ja, und bezüglich Melatonin, ja, kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Und also natürlich, sowas wie Melatonin, also was den ganzen Schlaf fördert, sage ich mal, oder beim Einschlafen hilft oder beim Durchschlafen hilft. Natürlich kann man das durchgehend nehmen, aber die Sinnhaftigkeit von sowas, wenn überhaupt eine Sinnhaftigkeit besteht, sollte eigentlich in der kurzfristigen Anwendung sein. Das heißt, wenn man Schlafprobleme hat aufgrund von Stress, aufgrund vielleicht von der Diät, den Endphasen, wie auch immer, dann sollte es wirklich einen kurzfristigen Einsatz haben. Sollte man längerfristig irgendwelche Schlafprobleme haben, dann gilt es eigentlich, sage ich mal, der Ursache da auf den Grund zu gehen und nicht irgendwie da nur sekundär mit irgendwas anderem einzuwirken. Weil keine Wirkung ohne Nebenwirkung, das heißt auch Melatonin hat seine Nebenwirkungen, ob da jetzt eine Abhängigkeit, sage ich mal, daraus resultiert oder nicht, ist jetzt, denke ich, eher nicht, aber ja, es hat auch ein bisschen andere Faktoren, sage ich mal, so stoffwechselhemmende Prozesse, die da eventuell daraus resultieren können, deshalb
lieber die Ursache suchen bei Schlafproblemen und dann nicht langfristig darauf zurückgreifen. Genau, was man machen kann, schlaffördernd nochmal, vielleicht Vitamin D und Fischöl und das Magnesium abends vorm Schlafen nehmen, das hilft auch ein bisschen, das Handy weglegen. Das ist ja in eurer Generation ganz, ganz wichtig. Das Handy muss nicht mit ins Bett, man muss nachts keine Nachrichten beantworten. Kann man auch am nächsten Morgen noch machen, da läuft nichts weg. Das stimmt. Das würde schon viel helfen wahrscheinlich. Das stimmt, ja. Okay. Frau Dr. O. Ich wieder? Hast du noch was im Petto? Oh, jede Menge. Wir haben, glaube ich, mehr Fragen, als wir beantworten können. Eine Frage, die ist vom letzten Mal noch übrig geblieben gewesen, ob man Gummibärchen nach dem Training essen sollte. Also, wer gerne Gummibärchen isst, kann natürlich zu jeder Tages- und Nachtzeit Gummibärchen essen. Ob die Gummibärchen die perfekte Post-Workout-Versorgung sind, da wage ich dran zu zweifeln. Der Grund, warum man das macht, ist ja häufig schnell verfügbare Kohlenhydrate. Und wenn ich das als Belohnung mache, weil ich sonst die Woche über oder den Tag über keine Gummibärchen kriege, kann ich das sicherlich machen, ohne Frage. Für mich eine bessere Post-Workout-Versorgung wäre eine hochmolekulare Maisstärke, besonders wenn man eine größere Menge Kohlenhydrate schnell in den Muskel bringen möchte. Bei den Gummibärchen hätte man noch ein kleines bisschen Kollagen dabei, aber verschwindend gering eigentlich bei so einem Gummibärchen. Und zum Kollagen, da gibt es was ganz Interessantes zu sagen. Das Kollagen, wenn man das vor der Belastung nimmt, also nicht Post-Workout, sondern vorher, dann hilft das bei der Reparatur von Sehnen, Bändern und Knorpelstrukturen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das hat man früher eher so, immer so gesagt, ja, Kollagen ist das Abfall. Ja, wenn ich ein Aminosäureprodukt kaufe, um meine Proteinversorgung zu decken, dann würde ich es auch heute noch als Abfall bezeichnen. Aber wenn ich es direkt vor dem Training nehme, dann wird es in die belasteten Strukturen eingebaut. Also es macht mich nicht schöner, wenn ich es als Frau morgens zum Frühstück nehme, gehen nicht die Falten weg, aber wenn ich es vor dem Training nehme, dann kann ich die belasteten Strukturen optimal damit versorgen, mit den Aminosäuren, die da drin vorkommen. Und dann hilft mir das sogar bei Schmerzen. Das kann man es probieren, langfristig, dauerhaft einnehmen und dann hilft es. Also nicht Gummibärchen, die haben so viel Zucker. Also würde ich auch bevorzugen. Okay, dann war noch eine Frage bezüglich der Trennung von Kohlenhydraten und Fett in der Ernährung. Also das Ganze hat irgendwie keinen physiologischen, also gibt es keine physiologische Sinnhaftigkeit dahinter. Ich glaube, das ist wirklich ein Punkt da, der oftmals auch diskutiert wird, ob das Sinn macht oder nicht. Also natürlich jemand zum Beispiel, der jetzt in einer Aufbauphase ist und sowieso jetzt sehr hochkalorisch ist, über 3500, 4000, je nachdem, was für denjenigen viel ist, jeder definiert das ja für sich anders. Für den macht natürlich keinen Sinn, das Ganze zu trennen, weil das, ich denke, der wird es wahrscheinlich eh schon schwer haben, die Kalorien einfach entsprechend zu essen. Ja, und das Ganze dann zu trennen, das würde das Ganze verkomplizieren, ohne irgendeinen sinnhaften Hintergrund. Ja, bei Frauen oder allgemein auch, zum Beispiel Diät, vor allem vielleicht in den finalen Wochen, da macht es durchaus Sinn, wie gesagt, eben nicht physiologisch, das macht durchaus Sinn, das Ganze zu trennen, damit man vielleicht die einzelnen Makronährstoffe eben effektiv zu einer gewissen Tageszeitpunkt, beispielsweise nach dem Training, vorm Schlafengehen, zum Frühstück, einfach ein bisschen effektiver einsetzen kann. Und wenn vielleicht die Kohlenhydratmenge schon entsprechend niedrig ist, also in der Gesamtbilanz, dann macht es keinen Sinn, dass ich jetzt auf 5 Mahlzeiten die 100 Gramm Kohlenhydrate aufteile, sondern dann kann ich die wirklich effektiver einsetzen, das Ganze. Also wie gesagt, das ist, finde ich, oder wir, das muss man wirklich nicht unbedingt irgendwie da fokussieren, das Ganze da überwiegend, das Ganze im ganzen Tagesablauf zu trennen, Kohlenhydrate und Fett, ist man in einer fortgeschrittenen Phase der Diät, dann macht es unter Umständen Sinn, aber in Bezug auf die ganze Mahlzeitenverteilung bzw. Kalorienverteilung. Ja, wir haben keine Geister im Haus, sondern die ist aufgewacht, die schlafen sonst den ganzen Tag, aber ausgerechnet jetzt macht sie Krach. Wer weint jetzt beim Training? Martina? Alle, die Gummibärchen auf dem Training essen, weinen jetzt bestimmt. Nein, die dürfen das doch weiter essen, um Gottes Willen, gerne, gerne. Immer gerne. Aber das Kollagen trotzdem vorher und wenn man eine große Menge Kohlenhydrate nach dem Training zur Regeneration in den Muskel bringen will, dann eignet sich die hochmolekulare Maisstärke besser. Wenn ich eh nur eine kleine Menge bringen will und wenn ich mir das verdient habe im Training,
Bitte gerne weiter die Gummibärchen. Bist du keine Gummibärchen? Nein. Wenn ich Gummibärchen esse, das haben wir schon ganz oft erlebt, da komme ich immer brutal in den Unterzucker, das vertrage ich überhaupt nicht. Buttergeheimnis. Das Buttergeheimnis, das wird auch diesmal nicht gelüftet. Aber ich habe es gesagt, wer sich ein bisschen im Stoffwechsel auskennt, der kann sich selber hier leiten und gerne dann auch hier bitte posten. Okay, da war noch eine wichtige Frage. Hey Maschi, wie verhält sich das Ganze mit dem Anzenbergerkuchen? Vor, nach oder während dem Training? Also, vor, nach und während des Trainings. Ja, also es hat sich einfach, da muss ich einfach aus persönlicher Erfahrung sprechen, es hat sich einfach bewährt, das wirklich in allen drei Phasen einzusetzen. Maximalen Effekt. Mit maximalem Genuss. Aber geht nur der von Anzenberg an, dann geht nicht. Na. Sonst kriegt man Probleme. Und nicht zu viele. Das verträgt der Magen nicht. Also über 4 Stück wird kritisch. Genau. Okay. Genau. Eine Frage war noch an uns bezüglich, also das war jetzt mehrmals die letzten Wochen, wie wir unsere Athleten auswählen. Kommt immer wieder. Ja. Und bitte nicht mich anschreiben, weil ich habe da gar nichts zu sagen. Das stimmt aber nicht ganz. Also den finalen Segen gibt immer die Chefin. Ich mache immer die Anfangsarbeit. Na, also wie wählen wir die Athleten aus? Also natürlich, wenn wir Anfragen kriegen, wir lassen uns meistens Bilder zuschicken, wenn wir nicht irgendwie den persönlichen Bezug herstellen können, möglichst unkompliziert. Das heißt, wenn die Ausgangslage passt, ja, das heißt, wenn man da wirklich irgendwie Licht am Ende des Tunnels sieht, dann gehen wir gern zum nächsten Schritt vor. Nicht jeder hat jetzt irgendwie, das muss jetzt keiner sein, der die Top-Genetik hat, ja, aber momentan, die letzten Jahre, hat sich das Ganze mit den Wettkämpfen doch so ein bisschen zum Trend entwickelt. Das heißt, jeder, der viele, die jetzt noch ein halbes Jahr trainieren wollen, haben gleich den Bühnenwunsch. Und oftmals, ja, ich wäre dankbar, wenn da ich jemand gehabt hätte, oder ich hatte auch wen, der da sagt, hey, pass auf, das braucht einfach noch seine Zeit. Und demnach, das ist so das erste Kriterium und die Fortschrittskriterien sind dann, ja, auf jeden Fall so Faktoren, wie dass wir selber von demjenigen überzeugt sind, ob der die Disziplin mitbringt, die Motivation. Und natürlich auch ganz viele zwischenmenschliche Faktoren. Ja. Also ich meine, wir haben teilweise mit Athleten mehr zu tun gehabt in der Vorbereitung wie mit dem eigenen Partner. Das heißt, das sollte zwischenmenschlich dann doch ein bisschen passen, das Ganze. Ja, da gilt ein Grundsatz, das ist alles ein Geben und Nehmen. Und das sollte sowohl jeder Vorbereiter, aber auch vor allem die Athleten beherzigen. Ein Geben und Nehmen. Und dann funktioniert das auch. Wenn wir gerade bei Athleten sind, was würdest du sagen, braucht eine Bikini-Athletin an Supplements? Oder kriegt die alles aus der normalen Ernährung? Weil die kriegt ja eh nichts zu essen. Kriegt fast nichts. Ja. Ja, also ich würde sagen, kommt wieder individuell auf die Ausgangsbasis so oder auf den Verlauf, sage ich mal, wo wir uns befinden. Ob wir uns weiter fortgeschrittene Diät befinden, wo es weniger zu essen gibt. Aber so Grundsachen wie auf jeden Fall Whey-Protein, Omegas, ich bin nicht immer, also ohne Werbung jetzt, aber ich bin immer, mein Lieblingssupplement ist Citrullin plus Arginin. Ja. Ja, mit ein bisschen Salz, aber das ist so. Ja, das darf man ja machen. Nein, das ist mein Lieblingssupplement. Also ich finde es, wie gesagt, so Omegas, Whey-Protein, dann so je nachdem, was diejenige isst, ist die viel Fleisch, ist die wenig Fleisch, dann eventuell noch Magnesium, den man macht, immer Sinn. Und dann die ganzen Vitamine entscheiden wir halt immer in der Vorbereitung dann, wie wir die ganzen Mikronährstoffe supplementieren, je nachdem, wie wir die ganze Ernährung gestalten von demjenigen. Da versuchen wir es meist aus der normalen Ernährung zu kriegen. Genau. Aber es gibt schon ein paar Sachen, gerade auch bei wenig Fleischessern, der Kreatin vielleicht noch eine ganz wichtige Sache. Ja, genau. Und Leute, die wenig Milchprodukte essen, die kriegen dann vielleicht ein bisschen Kalzium. Das wird dann eben individuell gemacht. Und das ist auch der Punkt. Wir kriegen ganz viele Anfragen. Da sagt jemand, also zum eigenen Schicksal von irgendeiner Person, ich mache das und das, ich bin in einem Kaloriendefizit und ich nehme nicht ab, ich sehe nicht so aus, wie ich mir gerne vorstelle. Wir würden das gerne beantworten, aber das können wir gar nicht. Dazu haben wir viel zu wenig Informationen zu der Person und so eine individuelle Ernährungsberatung, die erfordert eine ganz gründliche Anamnese. Da geht es, ob irgendwelche Unverträglichkeiten vorliegen, ob Medikamente eingenommen werden. Allein die Pille könnte, weil da ging es gerade um eine Frau, die könnte riesen Einfluss haben auf diese Sachen, die wir sagen. Und wir
machen wir Allgemeinaussagen. Wir geben keine Dosierungsanleitungen für irgendwelche Sachen. Das muss individuell dann geschehen, in einer richtigen Beratung, und alles andere ist unverantwortlich. Deswegen, und allein schon die Tatsache, bin ich in einem Defizit, da scheiden sich ja oft die Geister. Oder gesunde Ernährung war in dem Zusammenhang auch die Frage, was ist denn eine gesunde Ernährung, bitteschön? Also, wird es dann schwierig. Also bitte, solche individuellen Sachen, wendet euch an eine Fachperson, die euch da unterstützt, und macht nicht alleine rum, das ist zu schwierig. Man kann alleine essen, aber man kann sich nicht alleine beraten. Ja, es ist auch dasselbe, also egal, ob wie lange man den Sport schon macht, also ob man jetzt Profi ist oder nicht Profi ist, also das obliegt jedem selbst, aber also ich würde auch nie, also zum Beispiel eine Vorbereitung oder allgemein ein Coaching, würde ich selber nicht alleine in die Hand nehmen. Das Wissen ist vielleicht da, aber so die subjektive Meinung und so weiter, zum Beispiel von der Martina, das wenn ich nicht hätte, dann würde das alles nicht so laufen, wie es von mir geplant wäre. Also das finde ich immer schon ganz wichtig. Ja, meine Meinung will nicht immer jeder hören. Das stimmt. Aber die ist nicht immer so angenehm, aber gut. Aber ehrlich wird am längsten. Ja, so sieht es aus. Ich würde noch gerne was erzählen, wer es noch nicht gelesen hat. Was nämlich unser Sebastian Maschberger, der hat nämlich gerade einen Vertrag unterschrieben. Der bleibt uns als Coach im Team Fitchind erhalten, aber als Athlet hat er einen Vertrag unterschrieben. Wo denn? Ja, bei Cytic Nutrition. Ja, hat mich jetzt schon sehr gefreut, dass das alles so funktioniert hat. Ich bin, also, jetzt erzähle ich einfach, wie du bist. Aber nein, dein Vertrag. Ich bin froh, dass das wirklich so funktioniert hat, weil ich bin jetzt seit meinen Anfängen vom Bodybuilding bin ich bei Fitchind, bei der Martina und beim Heinz. Und ja, abgesehen davon, dass ich da selber nie weg wollen würde, zählt für mich immer so Loyalität und alles. Es ist einfach, also ich würde nie vergessen, wo ich herkomme. Und aber natürlich ist so ein Sponsoring für Cytec, eröffnet natürlich noch schon neue Türen. Und ja, aber es hat sich einfach jetzt nach dem allen in den Jahren hat sich das einfach jetzt so herausgestellt, es lässt sich beides miteinander verbinden. Ja, ich bleibe nach wie vor bei Fitchind, vertritt das, was ich vertreten mag, und kann trotzdem da mich bei Sidebeck ein bisschen verwirklichen, und das ist für mich top. Ja, der Heinz und ich als Zwei-Mann-Show, wir hätten das gar nicht leisten können. Deswegen freut uns das auch, dass du die Chance kriegst. Und wir werden hier weiter Vollgas geben zusammen. Ja, sendet uns gerne wieder Fragen ein. Wir wollen das hier nicht so endlos ausufern lassen. Ihr habt ja sicher noch was Vorschub bei dem schönen Wetter. Und am Freitagabend, da geht man ja noch aus in Cisco, glaube ich. Oder wie heißt das heute im Club? Freitag. Ja. Ist jetzt Freitag? Ja. Ah, okay. Also, eine gute Zeit. Passt. Schickt uns Fragen. Und wir machen auch nochmal ein Frauen-Special. Da bin ich in einem Frauenforum drauf angesprochen worden. Da sind auch schon einige Fragen eingegangen, aber die reichen noch nicht für eine ganze Sendung. Müssen wir noch ein bisschen sammeln. Also schickt uns einfach zu, wenn euch das Ganze taugt, wenn euch das irgendein Mehrwert gibt. Wir nehmen uns gerne die Zeit und sitzen uns für euch zusammen. Schickt es uns und danke fürs Einschalten. Bis bald. Ciao. Auf Wiedersehen.